Warte mal. Der ist jetzt aber nicht auch gleichzeitig der Begleitschein für A38 Dingens, oder? Egal, sperrt. Excalibur. 346 zusätzliche Erfahrungspunkte, 24%. Mehr Crit. Zusätzlichen magischen Schaden. Ja. Schnelltaste 1. Schnelltaste 2. Und ausrüsten. Tada! Excalibur. Das war irgendwie einfach. So, wir brauchen jetzt aber nochmal ein Bild von dem Maler. Oh. Das ist der Typ, den der andere Typ meinte. Und du siehst gepanzert aus, also Bogen. Und wir können einfach von. Wow. Was zur Hölle? Au, au. Wo ist mein Schwert? Ganz schön flott, die Viecher. So. Mann, 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 Bogen raus. Und der Fall. Schwert töten. Und Drache ist gleich tot. So, komm her, ich hab keinen Bock mehr. Das sind ganz schön viele hier unten, kann das sein? Jo. Aber du bist auch gleich tot. Warum ist er jetzt voll umgekippt? Okay, nicht in Frage stellen, einfach einsammeln. Und kleine rote Dinger töten. Ninja-Krabben, das wäre echt. Okay. Müssen wir erst alle umbringen. Hm? Na komm runter. Aha, genau. Und schwarzer Schlüssel. Okay, jetzt brauchen wir die 8 Schildteile. Das ist eine ganze Menge. Oh, es geht ja weiter hier. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Gang nach oben. Ganz viele Diebe. Ja, es wird bald echt Zeit, dass wir das Diebeslager wieder ausräumen. Da muss schon so viel Krimskrams inzwischen sein. Nö, hallo? Zum Teufel schießt du noch da. Na, da ist schon mal eine Kiste. Kristalline magische Essenz, fehlt auch nicht mehr viel. Die blauen Schleime mag ich gar nicht. Bogen. Ding. 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 So. Kaputt, kaputt. Was hast du denn Schönes? Ein Silberdolch, den wir nicht brauchen. Okay. Auf. Teil des goldenen Schildes, der aussieht wie ein Trank. Oh, nein, nein, nein. So, kommst mit. Wird später ausgerüstet. So, jetzt müssen wir hoch und gleich wieder links die Treppe runter. Oh, können wir nicht. Ja. Hallo. Macht bestimmt feuchte Hände weg, wenn ich getroffen werde, oder? Nee, ich bin brennend und habe feuchte Hände, ist klar. So, Keule raus.
Wir sind gleich tot. Nein, nicht dich. Heilen. Okay, runter. Runter, heilen. Ah, okay. Doch ganz schön garstig. Aber das mitnervigste sind echt die feuchten Hände. Und dass feuchte Hände durch Brennen nicht weggehen. So, du, Schnelltaste 1. Du, Schnelltaste 3. 3. Und töten. Ding, 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 ding. Kaputt. So, Geistermaterie, grüne Essenz zum Heilen. Sehr, sehr, sehr viele Ritter. Und wir haben sehr, sehr viele Pfeile. Obwohl, wir sind schon wieder auf 134 runter, in Anführungszeichen. So, alles kaputt. Müssen wir lang? Nicht wirklich, oder? Nö. Also ja, wir müssen irgendwann wieder zurück, um die Truhen da zu öffnen. Aber so wirklich hier lang müssen wir gerade gar nicht. Erstmal wollten wir hier oben diese Nordhelmchen da wegschießen. Ting. Ting. So. Was haben wir hier? Noch ein Silberdolch. So, Kiste. Magische Essenz, sehr schön. Und... Nahkampfmeisterschaft. So, da oben rechts ist noch eine Truhe. Können wir nach rechts gehen und dann nach links oben wieder zurück? Ja, können wir. Sehr schön. Hallo. Bye, bye. So, Teil 2 des Schildes. Und wir müssen zurück zum Maler und überhaupt. Also eigentlich müssen wir echt weiter nach links. Wir hätten das Gate da mal freischalten sollen. Warum auch immer ich das vorhin nicht gemacht habe. Auf der Karte konnte man es ja schon sehen. Na gut, einfach runter. Die ganzen Bläulinge ignorieren. Oh, da ist auch noch eine Truhe. So, 3. Hops. Hops. Oh, hier waren wir auch noch gar nicht. Feuchte Hände sind immer noch da. Das ist nicht schön. So. Jetzt aber. Tack und tack und tack. Und tack und tack und tack. So. Okay, ich gehe einfach nach links weiter Richtung Gate. Au, au, das sind ganz schön viele Flattermäuse. Wo ist mein Fröschli? Hier könnte man richtig gut farmen. Nicht, dass wir jetzt noch gute Tränke herstellen könnten, aber die normalen Heiltränke müssten ungefähr so gut sein wie unser Heilzauber. Was die ganze Wirkung dann schon wieder sinnlos macht. Weil grüne Essenzen kaufen ist ein bisschen einfacher, als jedes Mal zum Topf zu rennen und dann Trank herzustellen und genug Glasflaschen zu haben, was weiß ich. Zumal wir grüne Magie auch weiter skillen können, dann bringt die Heilung an mehr. Ja. So, Licht an. Licht an und wie kommen wir nach oben? Nur von oben. Okay. Wo ist oben ein Ausgang? Bei den ganzen Rittern natürlich. So, Fröschli, nicht sterben bitte. Ich weiß, du tust dein Bestes, aber... So. Ah. Du verzauberst mich nicht. Warum kann ich das Excalibur nicht auswählen? So.
Oh. Und Fröschlich ist tot. Kennen wir irgendwoher. Hm? Bogen. Hallo. Magische Essenz. Oh, Magiepfeile gibt es inzwischen. Das ist ja sehr praktisch. Die sollten wir auch noch aufstocken. Also ja, demnächst ist ein Trip zu dem Händler. Denk an das Springen. Also demnächst ist ein Trip zum Händler wichtig, um ein bisschen was zu verkaufen, um neue grüne Essenzen. Ne, grüne Essenzen haben wir ganz schön viele. Fällt mir gerade auf, wir können 137 mal heilen. Die Ritter sind echt praktisch. Also ja, keine grünen Essenzen, dafür Wiederbelebungsdinger. Dann stellen wir noch ein paar Heiltränke. Dann stellen wir noch ein paar Heiltränke her. Einfach nur, weil wir es können. Und was sonst noch? Wir könnten noch kristalline Essenzen kaufen, aber ich denke nicht, dass wir Schutzzauber noch skillen werden. So, wie springe ich jetzt von hier? Also, nein, nein. Diesmal war es nicht meine Schuld. Diesmal waren es die Fledermäuse. Da. Fröschli, können wir dich wiederbeleben? Ja, sehr schön. Also wir stellen uns jetzt dahin und bleiben einfach an der Ecke stehen. Und Fröschli macht nach und nach die Fledermäuse kaputt. Genau. So, das war's, oder? Okay. So. Durchatmen, springen ist keine schwere Sache, Gerogon. Auch wenn man hier nicht so viel Platz hat. So, Licht an. Kleine Saphir. Licht an, einfach rüberspringen. Eine helle Bar, die wir verkaufen können. Ohohoho. Nächstes Schildteil und was haben wir hier? Sieht komisch aus. Yay. Wir sind in einem Oldschool-Spiel gelandet. Du machst das schon, Fröschli. Wir bleiben einfach hier stehen und lassen ihn die ganze Arbeit machen. Bis die alle weg sind. Okay, Einkümmer umbringen. Weil wenn wir sonst darüber springen wollen, werden wir garantiert von einem der ganzen Fledermäuse getroffen und dann fallen wir rund und sind tot. Ich finde das jetzt schon schwer, weil wenn wir jetzt einfach springen, springen wir, glaube ich, zu weit. Oh. Fröschli, rette uns. Da, links. Und da oben. Fröschli? Also. Okay, okay. Und jetzt einfach nach rechts springen in den nächsten Abschnitt. Hohohoho. Ich sag ja, Oldschool-Spiele sind meistens schwerer. Okay, wir haben eine freie Bahn. Hopp. Hopp. Kurz warten, dass Frösche das richtet. Auch wenn er nicht so viel Energie hat. Nur vorsichtig sein. Genau. Eine ist noch unter uns, aber die geht weg. Okay, hops. 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 Die da oben muss weg. Ich sagte oben, Fröschli. Da ist ein Grabstein. Hammerlech. Sagt mir nichts. Aber einen von euch bestimmt. Ach du gute Güte, warte mal. Wir gehen da hoch. Bringt uns nichts. Wo wollen wir überhaupt hin? Es gibt keinen Ausgang. Oh, man kann durch die durchgehen. Man kann nicht reingehen. Was zur Hölle? Au. Au.
Fröschli sollte weg. Ist komisch. Ich werde von einem weißen Ball verarscht. Na gut, so viel Schaden machen die nicht. Einfach kaputt hauen. Weggehen. Kaputt hauen. Oh. Ein Gatschan. Was soll ich mit einem Gatschan? Erstmal gleich heilen. Oh. Ja, komm, heilen. Zing. Gatschan. Gatschans Antennen verschießen Strahlen, die Ziele paralysieren. Hm, neues Pet. Okay. Na, 1, 2, 3, 4, 5 Steine noch. Ich hoffe, dass hinter irgendeinem der Steine mal ein Ausgang ist. Rüstung beschädigt. Nee. Und einer von mal töten würde ich auch ganz gerne. Geht nicht, okay. So, alle weg. Und jetzt? Jetzt alle Wände nach Geheimgängen prüfen? Oder mit dem kleinen Viech zu dem Grabmal gehen? Machen wir beides. So viele Wände sind das ja nicht. Nur es gibt irgendwo einen geheimen Ausgang, den ich finden muss, durch einfach wahlloses Enter drücken. So in der Mitte vielleicht? Nö. Nö. Okay. Ich will jetzt aber nicht wieder zurückspringen, die ganzen Fledermäuse. Das fände ich irgendwie nicht so toll. Fledermaus. Ah. So. Hammelach. Ne, zurückspringen kann ich gar nicht. Das heißt, es ist Teleporterzeit. Und wir sind hier wohl durch. Und es gab nur das Pet. Okay. Zurück, speichern und wir sehen uns gleich wieder.